Also, ich war auf dem Geburtstag von meinem Ex mit eingeladen. Gott. Und ja, klar, ich war seine Freundin. Hallo, ich sollte dabei sein. Und da war halt er, seine beste Freunde, sein Bruder ist extra hergefahren und alles. Und es wurde halt dann extrem spät und die haben halt dann gesagt, jo, dann penne halt hier. Deren Mom ist mega nett, zu der habe ich jetzt noch Kontakt. Die sagt auch jedes Mal, dass es ihr leid tut, dass sie ihre Jungs nie so erzogen hat und alles. Die kommt auch jedes Jahr her und schenkt mir Blumen. Oh, das ist süß. Das ist so süß, dass sie dir Blumen schenkt. Ja, das finde ich auch mega süß. Und sie sagt aber auch, sie sagt halt Entschuldigung, obwohl es nicht mal ihre Schuld ist. Ja, sie will halt, ja, weil sie wahrscheinlich sagt, ja, sie hat ihre Kinder so nicht erzogen und ja, das. Wenn es die Kinder schon nicht richten, dann sollen es wenigstens die Eltern oder wollen es wenigstens die Eltern richten, ne? Ihr Vater ist Narzisst. Es ist so Und wunderbar. Also es ist alle eine wunderbare und Zusammenmischung. Echt. die haben es von ihm. Er ist da nicht besser. Ja, ich meine. Ja, woher wollen sie es denn lernen, ne? Von wem wollen sie es denn positiv lernen? Wenn der Vater ein Narzisst ist. Und ja, wahrscheinlich ein totaler, wie sagt man dazu, dominanter Mensch. Ja. Und es ist halt leider auch so diese Generation, unsere Eltern, sag ich jetzt mal, so die jetzt so 60 sind, 50, 60 sind, die halt leider Gottes man oftmals es einfach nicht hinkriegen, halt dann irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so, jetzt, ich lass mich scheiden, bis hierhin und nicht weiter. Und Ja. ja, Nee, die dann. haben sich ein halbes Jahr nach dem, wo es passiert ist, haben die sich scheiden lassen. Okay, das ist schon mal ein Posit das ist schon mal positiv, finde ich. Weil er wird wörtlich vor ihr gesagt, ja, ich habe zu unseren Jungs gesagt, dass die es machen sollen. Sie hat es nämlich nicht anders verdient. Und wo ich das gehört habe, oh, ich habe so geheult. Ist das scheiße. Was ist denn das für eine. Was ist denn das für eine Familie? Also ich. Sie hat selber gesagt, sie hat den falschen Mann geheiratet. Ja. Nur er hat es halt vor ihr nie wirklich gezeigt. Vor ihr war er ein ganz anderer Mann. Ja, natürlich, weil der spielt halt dann irgendwas vor, so und Genau. dieses Familienbild und das ist auch so dieses sich vor der Gesellschaft irgendwie auch nicht negativ was sagen lassen, ne? Und ich meine, ich bin mir auch, ich kann mir wirklich vorstellen, das sind dann auch so Leute, die halt jetzt vielleicht in ihrem Kreis dann immer noch das Thema aufhalten von, ja nee, meine Kinder, die haben da nichts gemacht und meine Frau, die war halt schon immer blöd. Sie war schon immer dumm. So. Also sprich, die halt dann alles rundherum so frame, als dass sie Recht haben und die anderen Unrecht. Und es ist halt leider Gottes so, solche Sachen, die immer noch irgendwie funktionieren. Ich komme aus einem kleinen Ort und ich höre hin und wieder über eine Couple Stories, wo ich mir im Nachhinein auch denke, so hey, von Menschen, die Leute mit Drogen Gefühl gemacht haben und sowas, wo man denkt so, what the fuck? Also gerade in so einer kleinen Gesellschaft, Ja, sowas da kann un heftig. unter dieser Kruste so viel Negatives sein, was du halt nicht mitkriegst. Ja. Es ist so. Also du hast dann da übernachtet und da haben die halt dann über Nacht. Mitten in der Nacht haben die mich halt dann geweckt und haben, also er, mein jetziger Ex-Freund, und hat halt gemeint so, ja, du, wie sieht's aus eigentlich? Und er natürlich noch betrunken gewesen, gerade mal eine Stunde Schlaf gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, es ist mein Freund, ich will vielleicht auch mal ein bisschen reifer werden, ich will es auch ausprobieren. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, nein, ich möchte nicht. Also in meinem Kopf habe ich gesagt, ja, okay, vielleicht doch, aber ich wollte es dann aber irgendwie nicht und habe halt dann nein gesagt die ganze Zeit. Und er hat mich halt dann aber auch noch dazu gezwungen. Und nach ein paar Minuten kam sein Bruder dazu und hat es dann halt einfach gemacht.
Scheiße. Oder haben Ich stell's mir aber so vor, beide nicht trainiert. ich stell's mir so vor, so, ich täte jetzt vergewaltige. Ist schon nichts dagegen. So. Das ist halt immer ein ganz. Ich versuch das immer zu verstehen. Und ich muss auch sagen, gerade so typ, solche Männer, die aus solchen Familien kommen, die haben dann ihre Triebe, die sie irgendwie unter Kontrolle kriegen müssen. Und ich sag mal so, ich persönlich bin ein Mensch, ich sag, das ist alles in Ordnung, das ist alles überhaupt kein Problem, solange das in einem privaten Rahmen passiert, wo das niemand mitkriegt. Die sollen, Glück sagt, zu Hause, im Kämmerlein, alles machen, auf was sie Lust haben. Aber sobald es halt Menschen verletzt, da ist es halt ein Problem und dann geht es halt nicht. Und das Ja. ist, wie gesagt, also die können ja machen, auf was sie Bock haben, privat, so, und in ihrem Kopf denken und machen, was sie wollen. Aber das ist halt unter aller Sau. So, und du hast da das dann über dich ergehen lassen, sozusagen. Ich konnte nicht tun, man hat mich wirklich festgehalten. Scheiße. Ich konnte mich nicht mal wehren. Die waren zu zweit und ich mit meinen. Wie alt war ich? Ich war gerade mal 16. Scheiße. Ich konnte nicht mehr schreien. Die haben mir die Hände festgehalten, die Beine, den Mund zugehoben. Also wirklich das volle Programm. Ich meine, das ist. Wie lang ging das? Ich habe nicht auf die Zeit Okay, geachtet. alles gut. Alles gut. Ich meine, du hast es dann wahrscheinlich zuerst mal verdrängt, kann ich mir vorstellen. Ja, total. Ich habe alles verdrängt. Ich habe es dann halt einfach über mich ergehen lassen und dachte so, ja, okay, das dauert nicht lange. Ja. So hat es Tim halt bei seiner Sache halt auch erwähnt, dass ja einfach so dieses über sich ergehen lassen, dass es vorbei ist. Aber halt auch dieses, dass man es halt wirklich verdrängt hat und auch, da dachte ich, die Aussage halt dann war, dass Tim sich halt auch nicht mehr an alles erinnern kann. So, weil es einfach zu tief und verpackt ist, weggesperrt ist einfach. Das Grausame ist, ja, ich kann mich an alles genau erinnern. Ich bekomme die Bilder nicht aus meinem Kopf raus. Wie. Egal, wie ich drüber rede, ich bekomme sie nicht raus. Also hast du schon irgendwie unterschiedliche Sachen versucht, das rauszukriegen? Weil ich meine, es gibt ja Leute, die fangen dann an zu malen und ich meine, es gibt ja so viele Künstler, die die schlimmste Bilder im Kopf hatten, die halt das gemacht haben, um Kunst gemacht haben, um damit klarzukommen. Ja, zum Beispiel. Ich habe alles gemacht, wirklich. Ich habe gelesen, ich war beim Meditieren, ich habe Sport angefangen, ich habe Yoga Es gemacht, ich habe muss raus. gemalt. Es muss raus. Das ist mal das würde ich, Genau. weil wenn du nur meditierst, wenn du Sport machst und sowas, ja okay, aber du haust Nein, das ja nicht also ich raus. war dann beim Psychologen wirklich und der hat gesagt, haben Sie das schon versucht? Und das und vielen hilft Sport. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich war halt dann, ich war gerade mal 16. Ja, das ist So. einschneidend. Das kriegst du nicht so schnell raus, ja. Werde jetzt 21. Ich krieg es nicht aus meinem Kopf raus. Irgendwann wird's rauskommen. Irgendwann, weil Irgendwann. du einfach lernen wirst, glaube ich. Also ich meine, ich bin positiv denkender Mensch in der Hinsicht. Du wirst halt irgendwann lernen, damit so klarzukommen, dass du damit leben kannst und dass es dir vielleicht nichts mehr ausmacht, dass du es nicht mehr jeden Tag siehst und du wirst es irgendwann rausbekommen. Du musst halt einfach deinen Weg finden. Und ich meine, was mir sehr geholfen hat, war halt eben gerade Musik. Ich habe halt Blöcke, weil das ist so eine Sache, die viele Leute halt nicht checken. Dieses schreib's auf, schreib einen Song drüber, auch wenn der Song scheiße ist. Schreib's auf, schreib einen Song drüber. Ich
ich lege dann alles zum Beispiel in meine Auftritte. Und wenn mich diese ganze Wut rauskriegen will, dann lasse ich alles bei meinen Auftritten raus und brülle mir die Seele aus dem Leib. Und viele Leute machen das ja halt nicht, weil sie sagen, sie haben vielleicht Angst, dass das jemand mitkriegt. Zum Beispiel einfach in den Wald rausfahren und schreien oder sowas. Was ich gern die letzten Tage gemacht hätte, weil ich keine Zeit hatte. Aber wie gesagt, und viele Leute machen das ja halt nicht, weil sie sagen, ey, wenn es jemand sieht, wenn es jemand hört, wenn es jemand mitbekommt. Aber gerade solche Sachen, dieses zu visualisieren in irgendeiner Art und Weise, kann helfen.